Mein Name ist Ralf Kuschel. Ich bin Fachbereichsleiter im Landratsamt in Heidenheim und Geschäftsstellenleiter des Heidenheimer Tarifverbundes. Ich betreue das Projekt Tarifmaßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV. Unser Projekt zielt darauf ab, dass wir langfristig die Fahrpreise im ÖPNV stabil halten. Alles wird teurer. Wir versuchen, diese Preisspirale zu durchbrechen, indem wir den ÖPNV langfristig preisstabil lassen. Damit versuchen wir, Fahrgäste zu gewinnen und die Verkehrswende einzuleiten. Wir haben in Heidenheim einen anderen Weg eingeschlagen, als die Tarife langfristig zu erhöhen. Wir haben innerhalb eines politischen Diskurses entschieden, neue tarifliche Maßnahmen durchzuführen, um diese Maßnahmenpakete dauerhaft finanzieren zu können. Der ÖPNV im Landkreis Heidenheim besteht aus Busunternehmen und Schienenverkehrsunternehmen. Mit dem landesweiten Jugendticket können Jugendliche zwischen 100 bis fast 500 Euro pro Jahr einsparen. Mit dem Seniorenticket können ältere Menschen ca. 163 Euro pro Jahr einsparen. Mit der Verbilligung der Abo-Monatskarte Jedermann können Fahrgäste zwischen 50 bis 550 Euro pro Jahr einsparen. Das, was ich tue, das tue ich gern. Und ich habe die Möglichkeit, hier mit meinen eigenen Vorstellungen und mit meiner eigenen Kreativität Dinge zu bewirken, für die Zukunft zu ändern. Und das treibt mich an.